Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde des WTTVs. Ja, heute wird es etwas schwieriger hier bei den Rückschlägen. Wir machen eine Zusammenfassung von den drei letzten Folgen. Da haben wir aggressiv geschupft mit verschiedenen Längen. Ihr habt mit Sicherheit auch ausprobiert, den ein oder anderen normalen Flip hinten auf die weiße Linie zu spielen. Und wer auch schon fortgeschritten ist und viel Handgelenkeinsatz hat und auch jemanden zu Hause hat, der Oberschnitt produzieren kann, der hat mit Sicherheit auch mal den Spinflip ausprobiert. Wir machen jetzt einen bunten Mix daraus. Ich muss jetzt reagieren auf den Aufschlag. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Merkmale zu beobachten auf der anderen Seite beim Aufschläger. Beim Roboter ist das vielleicht nicht ganz so leicht. Aber ihr könnt trotzdem auf der anderen Seite dann gucken, wie der Ball aufkommt, mit welcher Rotation, beziehungsweise wie schnell der Aufschlag dann auch ankommt. Und wichtig dabei ist, dass ihr auch als Rückschläger euch selber ein bisschen Zeit lasst und genau beobachtet und dann die Entscheidung trefft, nicht einfach blind in den Aufschlag dann reinrennt zum Tisch. Auf geht's! Da waren jetzt ein paar seitliche Aufbäume. Auch ein seitlicher Spinflip. Jetzt versuche ich den Ball etwas kurz zu halten, das ist mir doch misslungen. Da gehe ich jetzt ein bisschen feiner fahren. Da war der gerade Flug auch in der Netze. Das kann man vor allen Dingen auch ein bisschen Unterschnitt machen. Ja, war relativ schön, weil ich den leeren Ball gut runterbekommen habe. Also versucht ein bisschen auszuprobieren und elegant mit dem Handgelenk immer wieder verschieden an den Ball zu kommen. Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, da ein paar mehr Wiederholungen auf den einen oder anderen gleichen Aufschlag zu machen. Aber dass er schon jetzt nicht 10 oder 20 Wiederholungen macht, sondern 3-4 Mal und wenn er ein gutes Gefühl gehabt, dann auch einen anderen Aufschlag bekommt, sodass es dann so unregelmäßig wie jetzt hier bei uns wird, dass man immer wieder verschiedene Aufschläge dann bekommt und verschiedene Rückschläge dann auch auf die andere Seite spielt. Viel Spaß dabei und bleibt gesund. Bis dann.